Riechen die Aktienmärkte, dass da etwas Großes kommt? Denn auffällig ist ja derzeit, dass wir eine sehr, sehr ausgeprägte Schwäche bei den allermeisten Aktien haben. Das Ganze aber sich überwiegend nicht so richtig in den Indizes manifestiert. Wegen der Nvidia-Euphorie, der KI-Duselei könnte man sagen, die allerdings vielleicht jetzt einen Schlag bekommen hat gestern mit den Zahlen von Salesforce. Dazu gleich mehr. Wir sehen also eine ausgeprägte Schwäche an den Märkten. Und was die Märkte riechen, ist vielleicht, das wird sich dann herausstellen, dass wir vor einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation stehen, dass dieses Soft Landing, das sich die Märkte ja immer wieder erträumen, vielleicht nicht kommt. Starten wir mal rein und schauen uns das Setup an für den heutigen Donnerstag, an dem Süddeutschland Feiertag hat. Frohen Leichnam, wir Norddeutschen, gell, wir arbeiten, damit die Süddeutschen sich ganz entspannt meine Videos anschauen können, gell, also unverschämt. However, schauen wir uns mal an. S&P und Dow Jones normalerweise laufen ziemlich in Tandem. Diese beiden Indizes nicht mehr, wie wir hier sehen. Eine Abweichung, die wir ganz, ganz selten gesehen haben überhaupt. Also das ist in den letzten Jahren eigentlich so nie vorgekommen, was wir sehen. Insofern ist es schon auffällig. Unten sehen wir Nasdaq nach wie vor in Sichtweite der Allzeithochs. Dow Jones jetzt auf den Niveaus des Apriltiefs, das man gemacht hat. Der Dow Jones ist ein veralteter Index, gar keine Frage. Warum? Er ist preisgewichtet. Eine Aktie, die 200 Dollar kostet, ist doppelt so stark gewichtet wie eine, die 100 Dollar kostet. Auch wenn die Marktkapitalisierung der 200 Dollar Aktie eigentlich viel geringer ist als der 100 Dollar Aktie. Beispiel etwa Apple und United Health. Apple ja deutlich größer, was die Marktkapitalisierung betrifft, aber nicht was den Aktienkurs betrifft, weswegen United Health, dieser US-Versicherungskonzern, deutlich stärker gewichtet ist. Aber entscheidend ist, meine Damen und Herren, dass der Dow Jones natürlich eher die klassische Wirtschaft abbildet, auf jeden Fall deutlicher abbildet als etwa eine Nvidia, ein Google oder wie auch immer. Das ist sozusagen das, was am Boden der Wirtschaft passiert. Das sehen wir da schon ein Stück weit besser im Dow Jones. Wenn also der Dow Jones schwächer ist als die anderen Indizes, dann könnte das bedeuten, dass die Wirtschaft schwächer wird. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Schauen wir uns mal die Marktbreite an. Nur 47% der Aktien im S&P 500 handeln über ihrem 100-Tages-Durchschnitt. Das ist ein Niveau, das wir zuletzt am Anfang November gesehen haben. Anfang November waren wir durch eine heftige Korrektur gelaufen, die Ende Oktober endete. Jetzt sind wir also auf Niveaus wie Anfang November, als wir deutlich, deutlich tiefer standen bei den Aktienmärkten. Wir sehen dann diese Abweichung der Transportwerte, die ja ein Frühindikator für die Wirtschaft sind, von S&P 500. Wir sehen die Dow Jones Transports jetzt in Relation zum S&P 500 fast auf den Tiefständen, die wir im Lockdown in Corona gesehen haben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also irgendwas ist da im Busch, irgendwas scheint da zu stinken. Wir sehen auch, dass jetzt das erste Mal in der Geschichte der Märkte haben wir ein Verhältnis von mindestens 5:1 von Aktien, die verlieren, zu Aktien, die gewinnen. Also 1:5, eine Aktie gewinnt, mindestens 5 verlieren. Und das in zwei der letzten 4 Sessions, während der S&P 500 nicht einmal 1,5% von seinem Allzeithoch entfernt. Es hat es noch nie gegeben. Wir sehen breite Schwäche, die sich aber nicht in den Indizes manifestiert. Hier rechts sehen wir mal den Value Line Geometric Index im Vergleich zum S&P 500. Also, wenn man so will, die Normalo-Aktie im Vergleich zum marktgewichteten S&P 500 Index, wo eine Nvidia, wo eine Apple, wo eine Microsoft natürlich stark gewichtet ist. Und im Grunde geht es für fast alles bergab, was nicht irgendwie mit KI zu tun hat, seit den Earnings von Nvidia. Wir sehen, dass also hier Nvidia die Stützpfeiler für ein schon reichlich schiefes Haus offenkundig geworden sind. Hier nochmal 42% nur der Aktien über 50-Tages-Durchschnitt, aber der Index selber 2,5% über dem 50-Tages-Durchschnitt. Also diese massive Divergenz, die sieht man auf breiteren Ebenen. Wir sehen jetzt mehr 52-Wochen-Tiefs bei Aktien als 52-Wochen-Hochs bei Aktien. Und das kurz nur wenig unter den Allzeithochs. Man könnte das beliebig fortführen. Die Message ist klar, die Marktbreite ist extrem schwach, was nicht wirklich durch die Indizes ausgedrückt wird. Das sehen wir auch gestern. Wir sehen hier ziemlich ein rotes Meer mit Ausnahme
Nivita natürlich, gell, also Nivita, da ist klar, das muss nach oben gehen. Wir sind den Dow wieder relativ schwach, über 1% im Minus, Small Caps schwach. Wir sehen Nasdaq, den besten Index, oh Wunder. Und hier sehen wir mal, das ist der erste Verlusttag nach 3 Tagen. As Nvidia climbed, fails to lift markets. Der Dow verliert 100 Punkte, weil der Anstieg von Nvidia nicht mehr sozusagen die Märkte insgesamt nach oben bringt. Hier sehen wir oben in dieser Grafik, dass jetzt die Magnificent Seven Aktien so stark vertreten sind in Portfolios laut Goldman Sachs wie noch nie. Also da ist man drin. Rechts sehen Sie mal hier diese komischen Tageskerzen im S&P 500. Und jetzt hatten wir gestern nachbörslich die Zahlen von Salesforce, Cloud-Geschäft. Und die waren leicht enttäuschend. Offenkundig die Aktie 16% gefallen. Das ist der erste Revenue-Miss seit 2006. Also man verfehlt die Umsatzerwartung. Das ist nicht so schön und hier sehen wir, das könnte jetzt auch der schlechteste Handelstag für Salesforce, wenn es so bliebe, dass die Aktie 16% verliert, werden wir ja sehen, nachbörslich ist das passiert, wäre also der schlechteste Handelstag seit der Finanzkrise. Hier ein Kommentar auf Twitter, naja, das ist das KI-Idiotenspiel in Sachen Ausgaben für IT. Man sagt ja oder denkt ja, da ist alles super hier, KI, alle investieren, Nvidia und so weiter und so fort. Aber was zu Nvidia fließt, fließt irgendwo anders ab, nämlich als Kosten, weil die Firmen eben Produkte von Nvidia kaufen und offenkundig die Verdienste, die Revenues, die Umsätze dann doch nicht so toll sind. Cloud hängt durchaus relativ eng mit KI zusammen und schauen wir uns mal an, was hier die Herrschaften von Salesforce gesagt haben. Amy Weaver, die sagte, also ich bin Anwältin beim letzten Earnings Call, also bei dem letzten Call nach der Vorlage der Zahlen, ich bin Anwältin und sollte eigentlich sowas nicht sagen, aber ich war noch nie so excited für die Aussichten für Salesforce wie jetzt. Aha, sie war also sehr excited, dann hat sie Ende März aber mal über 7000 Aktien verkauft. Aktien stehen ja weit über $200, also da hat sie ein bisschen eingecashed, weil sie so excited ist für die Aktien, genauso wie der CEO Mark Benioff, der fast täglich dann ab Ende 23 Aktien im Wert von 3 Millionen verkauft hat, fast täglich, also der ist auch total excited. Also das zeigt so ein bisschen dieses Sprechen, diese KI-Euphorie-Schürerei, die wir ja bei dem Nvidia-CEO auch wunderbar sehen. Alle Softwarefirmen sitzen auf Goldgruben. Ja, Goldgruben, liebe Kinder, kauft unsere Schaufeln und sucht Gold. Ihr sitzt doch auf Goldgruben, habt ihr heute schon KI gesagt. Hier sehen wir also, dass zwischen Handeln und euphorischem Gequatsche dann manchmal doch ein kleiner Unterschied ist. Kommen wir jetzt zu The Markets und dann zu den Finanzkonditionen, Financial Conditions. Die sind ja immer lockerer geworden, lockerer geworden, lockerer geworden. Lockerer als zu Beginn die Zeit, als die Fed erstmals begann, die Zinsen anzuheben. Jetzt sehen wir, dass sich die Financial Conditions ein bisschen straffen. Am Optionsmarkt wird jetzt schon deutlich auf Higher for Longer bei den Zinsen gewettet. Man wettet, dass die Zinsen sogar noch mal steigen könnten. Was für ein Wandel. Einer der Auslöser dafür sind schwache Anleiheaktionen, nämlich steigende Renditen. Die Renditen steigen, weil erstens die Inflationszahlen jetzt die letzten Monate sehr hoch waren, weil jetzt im Mai die Konjunkturdaten wieder ein bisschen besser geworden sind und weil wir relativ hawkischen Fed-Speak hatten. Dazu kommt jetzt der Renditeanstieg, der noch bedingt ist durch sehr schwache Anleiheauktionen. Wir hatten vorgestern eine 2- und 5-jährige Anleiheauktion, vor allem die 2-jährige miserabel. Wir haben gestern dann noch eine 7-jährige gesehen, die nicht katastrophal war, aber nicht wirklich gut, weswegen die Renditen gestiegen sind. Hier sehen wir mal die Rendite eben dieser 7-jährigen Anleihe geht nach oben und all das in Kombination, etwas bessere Wirtschaftsdaten, hawkischer Fed-Speak und so weiter, Inflationsdaten, führt dazu, dass wir jetzt immer wieder deutlich zurückkommen in Sachen Zinssenkungserwartungen, vor allem für das Jahr 2024. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir,
dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen so sind, wie sie jetzt sind, am 18.09. Praktisch bei 50,58% liegt. Man geht von einer Zinssenkung aus. Zu 73% erwartet man, dass dann am 7.11. aber die Zinsen gesenkt werden, erwartet aber, dass die dann eben auch so bleiben. Also eine Zinssenkung könnte es noch werden, so jetzt die neuesten Bepreisungen der Märkte. All das vor den morgigen PCE-Inflationsdaten. Interessante Aussagen von Bostik jetzt über Nacht. Der sagt, viele Inflationsparameter würden in Richtung des 2%-Zieles gehen. Weiß der Mann schon, wie morgen die PCE-Daten ausfallen werden? Fragezeichen. Da erwartet man ja eine vergleichsweise geringe Anstieg. PCE ist ja immer so ein bisschen fragwürdig, weil hier eben die Statistiker die Möglichkeit haben, relativ frei zu gewichten. Ja, was nehmen wir denn, was übergewichten wir denn jetzt mal und was untergewichten wir? Deswegen muss man diese Zahlen mit Vorsicht genießen. However, wir sind jetzt bei der 10-jährigen Anleiherendite bei 4,63% und sehen auch, dass der Dollar deutlich gestiegen ist gestern. Wir sind über den 200-Tages-Durchschnitt wieder gestiegen, haben die 105er-Marke überwunden. Dollar ist deutlich zurückgekommen jetzt in den letzten Tagen. Und die Frage ist jetzt, sind diese vermeintlich besseren Wirtschaftsdaten, da ist manches fragwürdig, weil der Vormonat so deutlich nach unten revidiert wurde, dass dann die aktuelle Zahl irgendwie optisch besser aussieht, als die realistische Lage faktisch dann ist. Wir sehen, gestern haben wir das Facebook gesehen, da heißt es dann, die Ausblicke sind etwas pessimistischer geworden, weil man hier offenkundig größere Abwärtsrisiken sieht. Die Verbraucher sind nicht mehr bereit, diese hohen Preise zu zahlen. Lower discretionary spending, also das, was nicht unbedingt ausgegeben werden muss, wird dann möglicherweise auch nicht ausgegeben. Heute bekommen wir 14.30 die das US-BIP. Das ist die zweite Veröffentlichung. Normalerweise, naja, ein echter Langweiler, was soll da schon passieren? Aber wir haben im letzten Quartal gesehen, dass die zweite Veröffentlichung sehr stark abgewichen ist, dies damals nach oben von der ersten Veröffentlichung. Und wir haben jetzt bei der ersten Veröffentlichung für dieses Quartal gesehen, dass die Prognose deutlich verfehlt wurde. Eigentlich 2,5 war erwartet, dann sind wir reingekommen bei 1,6. Das wird auch für heute bei der zweiten Veröffentlichung erwartet. Sollten wir unter 1,6% reinkommen, dann dürften die Sorgen über die US-Wirtschaft, über die Konjunktur deutlich zunehmen. Wie würden die Märkte reagieren? Gar nicht so einfach euphorisch, weil man sagt, ja, dann wird die Fed doch die Zinsen senken, oder besorgt, weil man sagt, shit, die Konjunktur, die rauscht uns weg. Das wird interessant sein zu beobachten. Nochmal kurz zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir haben gestern den Fix über 10% steigen sehen. Wir haben gesehen, dass der S&P 500 jetzt unter diese erste Aufwärtstrend-Fanglinie gefallen ist, gewisserweise. Und wir sind dann da, wo Sie diesen schwarzen Strich sehen, nämlich im Bereich 5240 um und bei als Unterstützungsmarke. Da verlaufen dann auch bald schon wichtige gleitende Durchschnitte. Und wir sehen nach wie vor Wahnsinn. Es gibt noch Wahnsinnigeres als Nvidia, meine Damen und Herren. Das ist ENF, das ist Abercrombie und Fitch. Die Aktie gestern massiv gestiegen, offenkundig ein Short Squeeze. Schauen Sie mal an, das Bollinger Band ist ungefähr 37.000 Kilometer weit weg von dem aktuellen Kurs. Also solche Dinge, die derzeit passieren, so eine Manie, die derzeit passiert, die zeigt so ein bisschen, wie krass die Situation ist. Und meine zweitbeste Freundin, die gute Cathy Wood, die hat jetzt leider ein bisschen Problemchen. In den letzten 3 Jahren ist ja ihr ARK Innovation doch ziemlich deutlich abgestürzt, minus 59%, während der Nasdaq 37% gestiegen ist. Damals 2021 hat sie gesagt, also ich erwarte ein Wachstum oder eine Kurssteigerung meines ARK Innovation von 40%. Sie kommt ja auch raus mit so Kurszielen, Tesla 2000, Bitcoin 1 Million. Die gute Cathy, für die gibt es keine Überbewertung, offenkundig. Deswegen hat sie gestern nochmal bei einer Aktie zugeschlagen, die dann allerdings 28% gefallen ist nach Vorlage der Zahlen. Also die gute Cathy, die hat momentan jetzt nicht so das super Händchen, genauso wie die EZB, die jetzt erstmals
wegen Klimaverfehlung, das muss man sich vorstellen, Banken bestraft hat. Und ein lettisches Mitglied der EZB, Kasachs, warnt, dass hier die Zinssenkungen nicht auf Autopilot laufen werden. Aber hier nochmal dieses Klimaverhalten, Klimafehlverhalten, meine Damen und Herren, gell, das werde ich jetzt auch einigen Grünen mal entgegenschmeißen, die fröhlich in der Welt rumjetten, aber ansonsten sehr grün sind. Da würde ich sagen, Klimafehlverhalten, gell, zack, Strafe, ne? Gleich an den Fugmann zahlen, Klimafehlverhalten. Ne, kostet 500 Euro. Nein, da werde ich ziemlich reich, meine Damen und Herren, das kann ich schon sagen. Also was da für eine Idiotie ist, bei anderen Vergehen von Banken, da passiert gar nichts und es gibt eine Einmalstrafe. Bei Klimafehlverhalten gibt es tägliche Strafen. Okay, also am grünen EZB-Wesen wird die Welt genesen. Das ist die erste Empfehlung. Und ich bitte Sie dringend, diesen Artikel auch zu teilen über diese Social-Media-Button. Zweite Empfehlung ist, der DAX, die Korrektur nimmt Fahrt auf. So tief kann es jetzt gehen. Wie tief, lesen Sie hier auch gerne interessierten Kreisen weiterleiten, genauso wie diesen Artikel. China sieht Russland nur als strategische Aktie. Man setzt also auf China, weil es sich lohnt für China, aber wie bei Aktien kann man auch aussteigen, wenn es sich nicht mehr lohnt. Auch das hochinteressant, also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. 14.30 Uhr, einen Blick auf die Märkte werfen, auf die Zahlen werfen zum BIP. Drei Empfehlungen und die Empfehlung 14.30 Uhr bei Finanzmarktwelt reinzuschauen. Jetzt sage ich Servus, ciao.